Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind in der Vorbereitung Gereste für die Sonderkulturen. Wir fahren mit einer Scheibenecke. Hier stand Körnermais und ja, die Sonderkulturen drill ich. Noch herkömmliches Verfahren, also ganz normal Vorarbeit jetzt hier Gereste einarbeiten. Also Honig würde ja nicht gehen, beziehungsweise würde gehen, wenn man im Anschluss direkt Bodenbearbeitung bzw. grubbert. Und ich habe ja Scheibenecke, habe ich ja hierfür, deswegen kann ich das hier gleich mit einarbeiten. Und danach werde ich hier ganz normal mit der Tigerdrill rüber drillen. Sonderkulturen, schwieriges Thema, generell überhaupt mit Direktsaat, da muss man erstmal gucken. Man muss erstmal so die Sonderkulturen ein bisschen kennenlernen. Da sind sehr, sehr sensible Keimer dabei, Blaumohn. Das, wenn man dann ein halbes Kilo auf dem Hektar macht, die Körner sind so klein und fein. Da in Direktsaat direkt sich versuchen im ersten Jahr, ist mir ein bisschen heiß. Deswegen da mache ich erstmal alles herkömmliches Verfahren und dann sehen wir hier weiter. Ansonsten, Scheibenecke macht ein sehr, sehr solides Ergebnis. Ich mag die Scheibenecke von Venus. Die macht wirklich, wirklich gute Arbeit. Generell, die können wir noch gleich uns noch mal draußen angucken. Die habe ich ja schon mal im Video gezeigt, aber können wir uns einfach noch mal angucken. Und dann gehen wir auch einmal mal raus. Ist beeindruckend, wie krass viel vom Körnermaisstroh schon verschwunden ist. Beziehungsweise wie mürbe das Ganze jetzt hier schon ist, was an der Oberfläche ist. Was dann auch auffällt, die Beschattungswirkung ist schon krass. Also jetzt, wir haben ja hier das Vorgewende zum Beispiel hier drumherum gehäckselt gehabt. Ne? Also ich brauchte ja noch Mengen, um meine Verträge zu erfüllen. Und haben wir hier gehäckselt und du siehst auf der Kante, wo wir hier mehr zum Ausgrünen haben als hier. Und wir haben ja hier auch eine schöne Bodenbedeckung über den Winter, was auch wirklich hervorragend ist. Viele denken jetzt hier, ja, Messerwalze nicht, Gemulcht nicht, nee. Wir sind tatsächlich auch keine Maiszünstlerregion und auch über die Jahre war das nie so ein richtiges Thema. Die sind mal weggegangen, mal kommen sie wieder. Und wenn, müssen alle beim Maiszünstler mitmachen und da bringt nichts, wenn nur Hannes hier irgendwie, keine Ahnung, Scheibenecke fährt, Messerwalze und die 5000 Hektar um uns rum ist nichts. Aber das tatsächlich mag vielleicht an unseren kühlen Temperaturen hier liegen, nicht an den richtigen Zeitpunkt, keine Ahnung. Das ist ein saisonaler Effekt. Dann sieht man mal so ein bisschen, dann hat man vielleicht 1% Befall und dann ist es im nächsten Jahr wieder komplett weg. Hier hatten wir die Fläche auch mit den Schlupfwespen. Und ich kann euch vom Dreschen und vom Häckseln sagen, grundsätzlich war hier nahezu gar kein Befall. Ein bisschen am Vorgewende, das was wir in den Videos gezeigt haben, aber nachher in der Fläche null. Und allen anderen Flächen, die wir so gehäckselt haben, hat man mal so ein bisschen gesehen, ich sag mal auf eine Fläche von 100 mal 100 Meter eine Pflanze. Also ist bei Weitem generell noch weit unter der Schadschwelle, dass man überhaupt was macht. Also da sind wir ein bisschen gesegnet hier bei uns in der Region, Gott sei Dank. Da haben wir nicht so die Problematik, aber ansonsten seht ihr selber, gefällt mir sehr gut eigentlich mit dem Körnermais. Für dieses Jahr habe ich den vorerst nicht geplant. Die Schwierigkeit mit dem Vorsatz ist einfach da, mit dem Trocknen, obwohl ich habe auch ein gutes Angebot für Feuchtware bekommen und nach wie vor könnte ich Feuchtware mit Körnermais gut verkaufen. Aber die Biogasanlagen haben hier kräftig die Preise angezogen, ungefähr 30% gibt es hier mehr. Und ja, demzufolge ist Häckseln nach wie vor sehr, sehr attraktiv und ja, demzufolge. Ich würde gerne Körnermais behalten in der Fruchtfolge und muss einfach gucken für die Zukunft, wie es dann aussieht. Es ist ja einfach geil mit der Bedeckung für die Oberfläche, mit dem ganzen Stroh, was man dahinter lässt. Das sind mal schnell 20 Tonnen auf dem Hektar Stroh. Das hat eine sehr, sehr gute Humuswirkung und auch die Bedeckung, also gefällt mir generell sehr, sehr gut. Und ja, in meinem Kopf grübelt das halt die ganze Zeit, wie ich da weiter verfahre. Also gibt es verschiedene Ideen für die Zukunft, aber ein bisschen Zeit habe ich ja einfach noch. Genau, hier haben wir ja die Bäumenfeldränder beschnitten. Da kommen wir jetzt auch mindestens wieder einen Meter dichter ran an das Ganze. Fass ist gleich leer und dann können wir uns das Ganze angucken. Ich werde auch gleich nochmal einen Let's Drive aufnehmen, nochmal ein bisschen mehr zu der Bedienung sagen. Wie ich mir das hier belegt habe und welche Zeiten ich mir jetzt hier belegt habe. Ich war da drüben, da hinten bei den Windrädern war ich jetzt kurz davor. Aus dem letzten Video, da habe ich die 3 Hektar da fertig gemacht. Hält natürlich auf, seine kleinen Stücken mit so einer Kombo hier. Da hat ein Selbstfahrer natürlich seine Vorteile, ist schneller, wendiger so. Muss man ein bisschen hin und her wenden. Ich meine, ich möchte jetzt hier nicht auf hohem Niveau heulen. Ich weiß, viele Regionen in Deutschland, die würden sich über 3 und 4 Hektar Stücken echt freuen. Ist in unserer Region ein bisschen anders.
da empfindet man das klar. Ich bin froh über jeden Hektar, den ich dazu bekommen kann. Aber da ist das, empfindet man das schon so ein bisschen als Schwierigkeit. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich über jeden Hektar, der dazu kommt. Viele fragen auch immer jetzt, wo du in Grünland los bist, willst du dich jetzt noch vergrößern? Ich will mich immer vergrößern, schon jahrelang. Aber das ist halt nicht so einfach, wie viele sich das vorstellen. Im Ackerland ist ein Riesenkampf entbrannt in den letzten 10, 15 Jahren. Man ist überhaupt froh, seine Flächengröße zu halten. Ja, wenn es so einfach wäre, Leute, wenn es so einfach wäre mit Vergrößern. Ist ja nicht so einfach. Ansonsten freue ich mich persönlich mega wieder auf die Sonderkulturen. Dies Jahr ein bisschen andere Bedingungen. Wir kommen jetzt auch früher rein mit den Sonderkulturen. Die Böden sind deutlich feuchter noch. Generell glaube ich, wird es dieses Jahr ein Ticken besser. Ich habe ein bisschen dazugelernt und bin gespannt. Ich bin gespannt auf wieder alle Kulturen, wie sie performen werden. Ich bin gespannt auf den Mohn. Also wirklich, wirklich, ich habe da richtig, richtig Lust drauf. Übrigens, das Stück hat ja hier insgesamt 64 Hektar. Und da drüben haben wir ja schon Weizen gedrillt. Also hier ist so eine kleine Wasserinsel in der Mitte. Aber wir bewirtschaften, eigentlich haben wir es immer als eine Fläche bewirtschaftet. Und hier haben wir eine Moorzunge. Ja, da steht noch Wasser. Also ich glaube, hier ist so ein Hektar, da müssen wir wohl Mais machen. Das wird hier nichts. Und das wird auch mit Sonderkulturen könnte ein bisschen schwierig werden. Weil einige sind da bei zu viel Wasser auch nicht so geil. Zum Beispiel ein Hanf, der wird dann gleich wieder 3 Meter hoch. Soll er ja auch nicht. Der soll ja hauptsächlich Körner geben. Und die Sorten sind da ja ein bisschen kleiner und auch Dreschen macht sich dann schon ein bisschen besser, wenn die ein bisschen kleiner sind, habe ich da auch Respekt vor. Und ich habe da auch Respekt vor, mit einem Mähdrescher halt ohne Raupenlaufweg da durchzufahren. Mit einem Häcksler gar kein Problem, aber das ist immer ein bisschen schwierig. Ab September ist das schon eine sehr, sehr feuchte Zone. Und da hinten, also es geht ungefähr 30 Hektar in diese Richtung, machen wir Sonderkulturen und dahinter machen wir dann Sonnenblumen, Nachkörner meistens Triptil und da drüben dann halt auch, also es ist ein so ein großes Stück. Sonnenblumen gibt es, ich glaube 87 oder 89 Hektar, muss ich nochmal nachgucken. Mais über 200 Hektar, ja, Sonderkulturen. Ja, bin ganz gespannt. Was einem natürlich auffällt, und das ist wirklich ein Wahnsinnsunterschied, wenn man die Flächen im Herbst, im Sommer in Ruhe lässt, auch für die Zwischenfrucht, die Befahrbarkeit im Frühjahr. Also ihr müsst euch vorstellen, hier regnet das fast jeden Tag. Nicht die großen Mengen, aber 2-3 Millimeter regnet das hier jeden Tag und wir sind einfach nicht am Moddern. Wir haben vernünftige Befahrbarkeiten, ihr seht das. Wir hinterlassen nicht mal einen Stollenabdruck, ja, ganz marginal. Und die Flächen sind einfach vernünftig, da läuft das Wasser vernünftig ab. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen, was mir ein Nachbar berichtet hat. Der hat einen Teil auch in Zwischenfrucht in Direktsaat gemacht. Nach dem Dreschen. Und er hat gesagt, Hannes, dieses Frühjahr, es ist nass, aber die Flächen haben wir fertig. Er sagt, das bringt uns so wahnsinnig voran, dass wir da bessere Chancen nutzen können in der Hinsicht. Und ja, unterm Strich muss man sagen, dieses Jahr, wenn man overall guckt, hat man auch nicht mehr Ausfallgetreide als bei Grubbersaat. Dieses Jahr ist überall viel, auch wo gegrubbert wurde. Ne, Flügen für Zwischenfrucht macht hier sowieso keiner. Und von daher kann man da nicht sagen, wie das besser und schlechter. Apropos Direktsaat, im Sommer hat schon ein Hersteller für eine Direktsaat-Drillmaschine zugesagt. Bin total gespannt und freue mich drauf. Ein zweiter versuche ich ja schon seit 2 Jahren hart zu diskutieren. Was heißt hart zu diskutieren? Immer wieder hinterher telefoniert und von der Instagram-Media, Social-Media-Abteilung wird man dann so verwiesen, melde dich an den Außendienst, bla bla bla. Na mal gucken, ich habe mich da noch mal ein bisschen aufgeregt und habe dann gesagt, ja Leute, wenn ihr das nicht wollt, sagt das doch einfach. Nach wie vor ist aber auch für mich persönlich die Maschine interessant und für mich persönlich suche ich ja tatsächlich nach einer Direktsaat-Drillmaschine. Mal gucken, wenn da nicht besser wird, zeige ich euch auch noch den Hersteller. Aber ansonsten freue ich mich total, dass ich da schon mal eine Maschine wieder habe. Und nach wie vor bin ich super interessiert an der Direktsaat. Da gibt einfach so viele Vorteile. Klar, es gibt auch Nachteile, ohne Probleme. Da gibt es Nachteile, hundertprozentig. Ich kann euch zum Beispiel sagen, ich habe in der Direktsaat ein bisschen Mäuse, habe ich auf allen anderen Flächen nicht. Einige haben aber geschrieben, es kann ein Jahreseffekt sein. Sie haben zum Beispiel auch auf geflügtem Land und gegrubberten Land haben sie auch Mäuse. Svenny müsste eigentlich gleich kommen, wir lassen mal laufen. Und ja, was ich aber mit Fadi schon besprochen habe,
Er sagte, hier, er schießt die Füchse auch nicht weg, damit wir auch gut die Mäuse loswerden. Und er hat auch gesagt, und das ist auch das, was wir festgestellt haben, ganz viele Mäuselöcher, die noch auf den Flächen sind, die sind aber tot, da passiert nichts mehr. Das heißt, die Füchse fangen gut Mäuse weg. Das ist schon mal ein Vorteil. Dann ist mir aufgefallen, dass die Fläche zum Beispiel, die, wo wir die Stoppeln gemulcht haben, die hat weniger Mäuse als da, wo wir die Stoppeln nicht gemulcht haben. Ich glaube einfach, dass wenn es Plan ist, dass die Raubvögel mehr Chancen haben, aber das ist meine Theorie, das muss nicht sein, dass wenn die Stoppeln hoch sind, die sozusagen das nicht so gerne annehmen, weil sie halt ja, sich pieken können, das vielleicht als Gefahr erkennen. Aber da bin ich zu wenig Vogelkundler, um zu sagen, ob das so ist. Das kann auch nur ein Effekt sein, der jetzt zufällig da aufgetreten ist, weil die Ecke vielleicht ein bisschen geschützter ist. Aber nach wie vor muss ich euch sagen, das ist krass, wie befahrbar diese Flächen sind. Und ich habe das persönlich immer so gedacht, ja, na klar, die wollen das immer so erzählen, dass das eine tolle Sache ist, so, ne? Und mach dir mal deinen eigenen Eindruck, aber das ist im Frühjahr ein brachialer Unterschied. Und dass dieses Frühjahr zum Beispiel, wo auf vielen Flächen hier Wasser steht, können wir fahren. Und mit 3 Leuten insgesamt, gut, jetzt sind wir 4, wir haben eine Saisonkraft dabei, die eigentlich letztes Jahr ausgefallen ist, aber die wir jedes Jahr dabei haben, ist es schon wichtig, dass wir Chancen nutzen können, weil ihr habt ja in den letzten Folgen gesehen, dass ich nachts gespritzt habe. Und das war eine gute Entscheidung, weil aktuell sieht es so aus, dass ich die nächsten 7 Tage nicht mit der Spritze irgendwas bewegen kann. Das heißt, wir können hier diese Arbeit machen. Und umso schlimmer wäre es, wenn wir das hier nicht machen könnten, könnten nicht spritzen und könnten erstmal gar nichts machen, weil die Flächen nicht vernünftig befahrbar sind. Go, so Hannes, geh jetzt mal raus hier. So. Und wenn ihr euch das jetzt mal von Dichten anguckt, dann ist das schon krass, oder? Wie viel hier schon weg ist. Ja? Und welche Bodengare wir hier unter haben. Ja, das ist hier, das wird sich alles schon reingezogen. Das ist verrückt, auch über den Winter, wie aktiv die da schon waren. Ne? Natürlich, die Stoppeln sind hier nach wie vor da. Wenn wir nachher Striptee fahren, dann werden die hier so umgeknickt. Ja, auch hier so weggebrochen. Das ist natürlich ein bisschen trockener, die sind jetzt sehr weich. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Was ich dieses Jahr ein bisschen gucken muss, ist mir letztes Jahr aufgefallen, zum Beispiel bei den Sonnenblumen. Da haben wir dieselbe Reihe genommen, die wir auch beim Mais genommen haben für Striptill. Und ich habe dann hier sozusagen die Sonnenblumen reingelegt und da hatten wir so ein bisschen Probleme mit. Ja, weil die drücken sich so die Wurzeln nachher hoch beim Striptill, hatten wir keine schöne Ablagegenauigkeit. Da werde ich dieses Jahr einfach die Sonnenblumen mit der Fahrgassenrichtung legen. Ja? Um entweder oder... Eine andere Variante ist, ich versetze um 50 cm genau hier zwischen. Wäre auch eine Variante, vielleicht nehme ich auch eher die. Ja, vielleicht nehme ich auch eher die, als das anders zu machen. Ansonsten, ja, sieht man hier einfach, wie porig der Boden ist. Und das gefällt mir einfach. Also ihr müsst verstehen, das ist auch für mich etwas, was ich jetzt so ein bisschen ausprobiere. Und ich muss euch auch sagen, man fängt da an, auch ganz anders hinzugucken und bemerkt ganz andere Dinge, die... Womit man vorher Probleme hatte, die einfach nicht mehr da sind. Ne? Beim Regen schmierige Flächen oder sowas. Hier ist einfach nicht mehr. Und ja, mir gefällt das wirklich gut eigentlich. Schade, denn mit dem Körnermais muss ich mal sehen. So, ein Punkt übrigens bei den Scheibenecken ist, der wird viel zu wenig Beachtung geschenkt. Erstmal guck mal, wie der sich schon voll gemoddert hat. Dem wird viel zu wenig Beachtung geschenkt. Und zwar ist das der Punkt, wie man die Gärreste ablegt. Und da gibt es 1-2 Untersuchungen. Müsste man noch mal gucken. Ich weiß, dass Samson da relativ viel gemacht hat. Und Samson baut das auch in der Art so. Das heißt, man gibt die Gärreste nicht hier vor dem Schar. Und man versucht, die nicht einzumischen, sondern tatsächlich öffnet man hier mit der Scheibe einen Schlitz. Da legt man die Gärreste rein und die nächste Scheibe dahinter packt sie drüber. Ja, also man möchte gar nicht in dem Sinne groß die Gärreste einmischen, sondern man möchte sie so ein bisschen unten drunter legen. Das geht einfach darum, zum einen können wir die Poren natürlich ein bisschen verkleben, wenn wir die richtig durchmischen damit. Ja? Und zum anderen ist es einfach der Punkt, diese Umwirbelung, die wir dann haben, diese Gärreste, die dann raufspritzen, gemischt werden, nochmal gemischt werden, sorgen einfach für höhere Stickstoffemissionen. Und ich kann euch nicht mehr genau sagen, wie viel das waren, aber ich glaube, das waren 10% mehr Emissionen oder so. Und finde ich ein bisschen schade, dass das nicht alle Hersteller machen. Also einige plempern die Gülle ja hier vor und das macht tatsächlich einen entscheidenden Unterschied, wie man die Gärreste reinbringt. Man will sie depotartig ein bisschen unterlegen.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Ding, Leute. Ich habe im ersten Jahr damit 1200 Hektar gemacht und ja, läuft. Läuft wirklich. Also bin ich wirklich sehr zufrieden. Auch das Ding macht hier die Rostabwalze, macht einen guten Job. Wenn man sich das hier hinterher anguckt, dann ist das ein schöner Krümeleffekt, aber auch eine schöne Rückverfestigung. Und man muss natürlich aufpassen, gerade bei feuchten Bedingungen, klebrigen Bedingungen kann man es natürlich ein bisschen haben, dass sich dann sonst einige Walzen eher zusetzen. Hier nicht. Gut, hier habe ich ja ausgehoben, hier bin ich rübergefahren. Aber hier, wenn wir jetzt zum Beispiel hier sehen, da dürfen wir jetzt keine Gärreste an der Oberfläche haben. Wenn wir natürlich hier so ein paar Maisstoppeln haben, hier, die man ein bisschen bespritzt hat und die sich dann hochdrehen, dann ist das so. Aber im Groben sollte das hier sehr, sehr sauber sein, so wie ihr das hier vorfindet. Das heißt, wir legen die Gärreste so depotartig hier unten drunter. Ich will da jetzt nicht umherwühlen, ich habe keine Feuchttücher oder Wasser dabei. Und so soll es am Ende aussehen. Das heißt, wenn ihr ausbringen lasst, auch von Lohnunternehmen, dann müsst ihr wirklich darauf achten, dass wenn die eingearbeitet sind, dass da keine Gärreste an der Oberfläche sind. Ja, sowas ist hier voll okay. Hier, wenn das so ein bisschen sich hier hochdreht oder mal hier eine Pflanze, die ja nicht halt richtig umgedreht wurde, dann ist das schon okay. Aber wenn das so richtig einheitlich oben durchmischt ist, ist das nicht von Vorteil hinsichtlich der Emissionen. Ne? Wenn immer, wenn wir Gärreste an der Oberfläche haben und wir kommen jetzt mehr in eine Zeit rein, wo es immer wärmer wird, wo Sonne drauf scheint, haben wir Ammoniakverluste. Und dann machen wir Arbeit und haben mehr Verluste. Und den Stickstoff, den würden wir ja doch gerne den Pflanzen zufügen als der Luft. Von daher, da kann man wirklich auch kleine Stellschrauben wirklich beachten und die bringen dann auch wirklich was. Aber so ist ja Bombenwetter. Wir haben hier 9 Grad. Wir haben diesig, wir haben kühles Wetter. Für Gärreste nach wie vor immer noch top. Immer noch hervorragend. Ende der Woche steht Erbsendrillen auf dem Plan und Sonderkulturen. Ich werde euch jetzt erstmal ein Let's Drive aufnehmen. Sven, ihr müsst eigentlich gleich kommen. Ich glaube, die machen gerade Mittagspause. Jetzt mache ich erstmal noch meinen Schlepper aus und dann haben wir. Und dann können wir noch mal reingucken, wie es leistungstechnisch aussieht. Wir fahren aktuell, glaube ich, 9 km/h schafft er berghoch, bergrunter. Ich habe 11 km/h Tempomat eingestellt. Bergrunter schafft er es, berghoch nicht. Aber er performt ganz gut. Ich fahre mit 540er Zapfwelle. Das ist ganz wichtig, die Schuhe am Eingang stehen lassen, wenn das alles so modrig und dreckig ist. Ich fahre mit 540er Zapfwelle. Was heißt das? Wir haben ja hier verschiedene Einstellmöglichkeiten von den Zapfwellendrehzahlen. Zapfwellen ist im Prinzip der Antriebsstrang, da der gelbe, der zum Arbeitsgerät rübergibt. Da gibt es eine feste Drehzahl nicht, die ist ja variabler, aber die ist gekoppelt an der Motordrehzahl. Das heißt, 540 Echo hat, glaube ich, bei 1300 Motorumdrehungen 540 Umdrehungen an der Zapfwelle. Echo heißt einfach ein bisschen, dass es reduziert ist. Normalerweise ist es so, dass man bei 1600, sind es bei den anderen Motoren, ich weiß nicht, ich glaube bei ihm ist es hier 1400, weil er ja Niedrigdrehzahlkonzept hat. Das heißt, man hat bei einer fixen Motordrehzahl, normalerweise die Nennendrehzahl des Motors, hat er diese Umdrehung, 45 oder 1000 oder die ganz großen haben nicht 1300. Hat er auch, ist die eigentlich vorgerüstet? Nee, die ist nicht belegt. Aber der 1050 hat zum Beispiel 1300, nimmt man wohl beim Hacker oder so. So, und damit hat man ja unterschiedliche Drehzahlen hinten am Gerät. Einige Geräte brauchen bestimmte Drehzahlen, damit sie funktionieren, pressen oder sowas. Und bei einigen kann man variieren, zum Beispiel hier bei der Pumpe. Und bei der Pumpe ist es so, die hat ja eine brachiale Leistung, die pumpt richtig Masse. Wir haben aber hier nur 6 Meter Arbeitsgerät, bringt 20 Kubik aus und fahren 9 bis 11 km/h. Das heißt, die Pumpe fördert viel, viel mehr, als wir überhaupt brauchen. Das hat zur Folge, dass der Schieber, den wir hier oben auf dem Fass haben, der die Ausbringmenge regelt, der ist dann marginal offen. Der ist so ein Stück offen und wenn der regulieren will, dann reguliert er nur in ganz kleinen Bereichen. Das heißt, der Bereich der Regelung ist halt super winzig, ne? Und wir es genau treffen. Und wir produzieren relativ viel Druck im System, was wir gar nicht brauchen. Und Druck ist immer Kraft. Also um Druck aufzubauen, brauchen wir Kraft, Kraftstoff. Und jetzt können wir das machen. Wir können die Zapfwellendrehzahl regulieren. Das heißt, wir können hier am Zapfwellengetriebe sozusagen eine Stufe tiefer fahren. Und wir können sagen, 45 ist unsere Max-Drehzahl jetzt an der Zapfwelle. Und das heißt, sie dreht ungefähr mit der halben Drehzahl wie jetzt meinetwegen mit einer 1000-Zapfwelle. Das heißt, wir haben die halbe Pumpendrehzahl. Und
Dadurch haben wir deutlich weniger Leistung an der Pumpe. Wir haben einen besseren Bereich, wo er sich regulieren kann, weil wir nicht brachial reindrücken. Also wir sind da drüben auf dem anderen Stück 40 Kubik auf dem Hektar gefahren, auch mit 45er Zapfwelle, hat alles wunderbar funktioniert. Tausender hatte ich zum Beispiel, beim 8R hatte ich die Tausender Zapfwelle. Da war das tatsächlich auch so, wirklich so, da ist man sehr, sehr viel in den Druck reingefahren. Also man hat richtig das System unter Druck gehabt. Man hat zwar die Möglichkeit, über einen Bypass einen Teil wieder wegzuleiten ins Fass, aber das kostet ja alles Kraft, ne? Und von daher die 45er Zapfwelle ist wirklich eine schöne Variante. Beim Bomech zum Beispiel haben wir Tausender gefahren, weil wir da wirklich ein bisschen mehr Menge, guck mal, wir haben hier 6 Meter, Bomech 18 Meter, also dreimal so viel muss die Pumpe dann können bei gleicher Geschwindigkeit, gleicher Ausbringmenge. Also da sind wir auch im Mittel 20 Kubik gefahren und dreimal so breit, das heißt dreifache Leistung an der Pumpe. Und da braucht man dann schon tausende Zapfwelle. Aber es ist ganz schön, dass man mit dem Trecker das ein bisschen variieren kann. Jo, ich zeige euch nochmal gleich, wie der performt in der Leistung. Ich mache jetzt erstmal aus hier. Ich mache das teilweise ein bisschen ungern, weil wenn man denn doch, ich sag mal, man hat jetzt gerade ausgemacht, dann kommt er doch um die Ecke und dann in der Zeit, wo man startet, da muss Isobus hochfahren, dann tippt man alles durch und bis man dann angefangen hat, ist das manchmal ein bisschen blöd. Aber dafür hätte man das schon machen können. Das hätte sich gelohnt, dafür auszumachen. So, man muss ja einfach sagen, bedienerfreundlich sind die Dinger hier einfach. Da kannst du sagen, was du willst. Das funktioniert alles schon sehr gut. Drückst hier einmal auf Autopilot. Zack, also die Taste. Ja, dann drückst du hier einmal auf die Taste, dann geht die Scheibenecke runter, das Ausbringprogramm startet. Man drückt hier auf Go und man tippt einmal rüber. Und schon geht dann alles hier seinen Gang. So. Ihr hört selber, ne, 11 km Tempomat ist hier eingestellt. Hier fahren wir jetzt auch bergab, funktioniert ganz gut. Also ich muss sagen, er performt jetzt ganz gut. Also es ist jetzt nicht so wie mit einem 8R, dass man hier mit 16 km rüberballern kann. Aber unterm Strich haben wir eh nicht so krass Zubringer. Also wir sind ja nur zu dritt insgesamt, zwei Zubringer. Wir haben auch mit 20 Kubik auf dem Hektar, habe ich sowieso immer eine Menge zu fahren. Ich muss einen Hektar abfahren und hat heute ganz gut geklappt. Dann ist eigentlich der nächste Zubringer auch wieder da. Ich habe ja die Maschine zum Striptil, die steht schon auf dem Hof. Die hätte ich jetzt auch hierfür schon nehmen können. Aber da kommt auch der Monteur erst übermorgen. Der bei der Ersteinweisung, was heißt Ersteinweisung, der ist bei der Einweisung nochmal dabei, damit ich die Maschine halt vernünftig erklären kann, beziehungsweise damit das auch alles funktioniert. Und das war mir halt wichtig. Und natürlich, man muss auch sagen, wenn ich meine Maschine nehme, kostet halt kein Geld. Ne? Weil die kostet schon Geld, aber die Mietmaschine muss ich halt extra bezahlen und die habe ich mir halt hauptsächlich nur fürs Striptil geholt. Genau, wir sind zu dritt. Nummer 4 ist am Steine sammeln mit ein paar Jungs von Futter XL. Und der hat hier auch die Flächen am Rand schon mit dem Holz aufgeräumt, also mit dem Baumschnitt, den wir hier hatten. Ich glaube, der ist auch fast fertig jetzt damit. Hier, das ist schon alles fertig. Ja, ansonsten ja, bin ich gespannt. Also gespannt nicht. Also bin auch total froh, dass ich jetzt die Tage auch Gerasse mit der Spritze unterwegs waren, echt so dermaßen. Und auch Dünger gestreut. So Leute, 7 mm Regen weiter. Wir haben, was haben wir denn jetzt? 9.42 Uhr und wir haben 23. März. Wir haben die Flächen für die Sonderkulturen gestern abgeschlossen. Sind denn hierher gerückt? Wir haben hier eine neue Fläche, die bekommt ab dieses Jahr dazu. Das hier war Bio und in sehr schlechter Bewirtschaftung. Keine Frage, nichts gegen Bio. Es gibt wunderbare Biobetriebe, die haben hervorragende Flächen. Die sind auch super eben, aber hier wird gefühlt alles falsch gemacht. Hier wird gepflügt in allen verschiedenen Richtungen. Kein gut eingestellter Pflug, nichts gegen Pflügen. Es gibt wirklich Betriebe, die hervorragend pflügen können, wo der Boden richtig eben ist. Aber hier leider nicht. Also da unten teilweise ist es so krass, wie uneben diese Fläche ist. Und was auch krass ist, ist die Befahrbarkeit. Also hier stand jetzt ein Jahr, glaube ich, keine Kultur drauf. Und davor wird gepflügt. Und selbst jetzt merkt man es noch an der Befahrbarkeit, weil die Böden sind nicht richtig fest. Und ja, es wurde teilweise in die Richtung gewirtschaftet und in die Richtung gewirtschaftet. Total krass. Und ja, ihr seht selber, wie tief teilweise hier die Gräben sind. Jetzt müssen wir erstmal hier Grund reinkriegen. Auch hier haben wir natürlich jede Menge von Quecken,
Und ja, meine Strategie auch hier nach wie vor, erstmal einebnen, genug Zeit lassen zum Ausgrün, dann Totalherbizid, dann die Aussaat. So funktioniert das in der Regel recht gut. Ich habe ja hier im Vlog schon gefragt gehabt, ob jemand ein Programm hat, wo man sich sozusagen schon Feldgrenzen einmal einrechnen kann. Ich habe es jetzt tatsächlich, hier ist es ja so, Moment, wir wählen uns schnell mal einmal eine andere Spur aus. Hier ist es ja so, dass ich auch hier nur bis da bewirtschafte und ab dahinter kommt sozusagen ein anderer Betrieb, mit dem habe ich mich heute Morgen noch getroffen. Und ich habe im Prinzip im Internet mir die Fläche ausgerechnet. Wir haben hier verschiedene Parzellen drauf und tauschen das so ein bisschen, dass wir einheitliche Flächen haben, beide zusammen. Ja, also die Landwirte sind hier sehr interessiert, dass man nach wie vor immer große Blöcke bewirtschaftet, dass das alles immer zusammenpasst. Weil ansonsten hier sind, glaube ich, 4 Verpächter drauf oder so. Es sind 11 Hektar, werden 4 Verpächter drauf. Und ich habe es mir sozusagen bei Geoportal MV eingezeichnet. Okay, das sind 11 Hektar oder beziehungsweise habe es alles umgerechnet, 11 Hektar. Und habe dann, es gibt bei 365 Farmnet ein Programm, das heißt Lagos Fahrspurplanung. Das habe ich mir gebucht. Das hat jetzt gekostet, glaube ich, 30 Euro für einen Monat. Und ich muss gucken, ob ich das hier einmal euch zeigen kann. Ich habe mir die Fläche hier einmal angelegt. Ich hoffe, man sieht das. Und habe mir direkt die Fahrspuren dazu geplant. So, entschuldigt. Ich habe leider gerade mein Mikrofon war alle. Und ich habe jetzt erstmal das andere genommen, welches ich zum Stream benutze. Also, ich habe mir jetzt über Lagos Fahrspurplanung die Fläche sozusagen im Internet ausgezeichnet. Auf genau 11,25 Hektar. Ja, auch mit einer geraden Kante. Also hier einmal gerade hoch, eine schnurgerade Kante habe ich mir aufgezeichnet. Und dann habe ich da Ganze eine Taskdata erstellt und habe mir eine AB-Linie erstellt. Ich habe mir dann eine Taskdata erstellt, das Ganze runtergeladen, hier per USB-Stick, den können wir wieder abziehen, per USB-Stick übertragen. Und er erkennt dann auch sofort, dass wir auf der Fläche sind und fragt dann auch, ob wir die gerne laden würden. Und damit habe ich hier Feldgrenzen, ja? Ihr seht jetzt hier, ich habe hier Feldgrenzen, ohne dass ich die, konkret hier einmal abgefahren bin, die Fläche. Natürlich passt es nicht perfekt auf einen Zentimeter hier an der Kante, aber das mache ich im Nachgang noch und ich zeichne die Feldgrenze noch einmal neu auf. Worum es mir einfach ging, ist da diese gerade Linie hochzufinden. Und das ist ja im Prinzip die ich hier einmal gefahren bin. Da habe ich einfach ein Kontursegment erstellt, also beziehungsweise eine Fahrspur hier aus dem Vorgewinde errechnen lassen auf dem Fendt. Das ist ganz einfach. Man geht hier auf Plusspur, dann auf Kontursegmente und dann sagt man hier Kontursegmente aus Grenze errechnen. Dann versetzt man das sozusagen um seine halbe Arbeitsbreite und dann kann man ganz genau hier diese Spur langfahren. Wie gesagt, ich zeichne die nachher nochmal richtig vernünftig auf. Mir geht es in erster Linie jetzt darum, diese Spur gerade zu finden. Dazu habe ich jetzt auch noch mir eine AB-Linie gemacht. Na, die kann ich jetzt nicht antippen, aber die kann ich euch hier einmal zeigen. Ja? Diese AB-Linien kann man sich mit dem Programm berechnen lassen und man sagt zum Beispiel seine Arbeitsbreite hier 27 Meter Fahrgasse und der errechnet ein, der optimale Weg wäre halt diese Parallele zu nehmen und damit hätten wir 13 Wendemanöver. Und es ist im Prinzip eine ganz schöne Sache, die ich jetzt auf allen Flächen machen möchte. Im Prinzip errechnet das Programm am wenigsten Überfahrten, die wir damit erzeugen können. Und das finde ich ist eigentlich eine ganz geile Sache, weil ich habe schon Flächen, ich weiß das auch, da passen die Fahrgassen nicht richtig. Da ist vorne eine halbe Fahrgasse und hinten eine halbe Fahrgasse, das könnte man besser lösen. Und da ist es auch so der Punkt, wo ich denke, das kriegt man deutlich besser gelöst mit diesem Programm. Ja, also das will ich jetzt in Zukunft alle nach und nach übertragen. Na klar ist es so, ich habe teilweise 10, 12 Jahre dieselben Fahrgassen benutzt, muss man natürlich abwägen, Wie verdichtet sind die? Die sind jetzt nicht so maßgeblich verdichtet bei mir. Gerade wenn ich Mais und Sonnenblumen anbaue, dann wächst da drin ja auch was. Sodass man auch sagen kann, okay, wir tauschen jetzt die Fahrgassen und haben einmal komplett optimierte Schläge mit Wendemanöver und sparen natürlich da einen Haufen Zeit nicht, aber wir sparen Zeit und Ressourcen. Ich meine, Überlappung ist jetzt nicht so das krasse Thema. Wir haben heutzutage Teilbreitenschaltung und alles, aber wir sparen natürlich Wendemanöver. Genau, so habe ich das gemacht. Also Lagos Fahrspurplanung bei 365 Farmnet heißt das Ganze. So, genau. Und damit konnte ich halt hier oben, da hinten konnte ich anfangen mit der Spur. Da hinten, genau. Gut.
Ich schaffe mich ja hier noch mal ein bisschen. Wir haben noch ungefähr 5 Hektar. Und wird noch einen kleinen Moment dauern. Ursprünglich sollte heute Vormittag die Nova kommen, ja, weil wir jetzt Regen gehabt haben und der Boden ist ein bisschen schmieriger, wo wir hinwollen. Ist nicht, hier ist sehr sandig. Wo wir hinwollen, ist ein bisschen schmieriger, ein bisschen lehmiger. Wo wir die Erbsen in Direktsaat nach Körnermais machen. Und ja, deswegen gucken wir. Wir haben uns jetzt verabredet, die Maschine kommt heute her und wir gucken mal, ob wir morgen was machen können oder morgen Nachmittag. Das sind nur 13 Hektar, also es wird nicht so lange dauern. Das längste daran dauert immer das Film. Ja. Nö, ansonsten, wenn wir nachher durch sind, dann bauen wir Scheibenhecke an, Striptil an und optimieren da noch ein bisschen am Striptil-Gerät. Was heißt optimieren? Müssen ein paar Teile noch tauschen. Und dann werden wir uns einfach in der nächsten Folge sehen, Leute. Und dann zeige ich euch einmal den Säon. Ich glaube, ich schiebe euch den Säon einmal zwischendrin rein. Weil ich glaube, wir haben jetzt 3 oder 4 Folgen im Repertoire für die nächsten Tage für euch. Und deswegen denke ich, habt ihr den Säon bis jetzt schon gesehen. Und dann, ja, bis dann, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.